Ein Klassiker betreffend Schubmittelpunkt ist der hier dargestellte gleichschenkelige Winkel. Es soll für dieses Problem eben der Schubmittelpunkt bestimmt werden und zudem die Querkraft resultierende in jedem Schenkel. Anzunehmen ist, dass eine äußere Querkraft Q in vertikaler Richtung angreift. Wie geht man das Beispiel an? Ich zeichne einmal ein Koordinatensystem ein. Vielleicht über die Schubflüsse argumentiert. Einmal T, also T1, T2 könnte man sagen dazu. Es ist aber natürlich das Gleiche. Ich nenne es gleich beides T, weil es ja auch wieder symmetrisch ist. Die treffen sich ebenfalls dort genau. Also mit dem Momentenargument gedacht, der Schubmittelpunkt liegt ja dort, wo sie genau keine Torsion reinkriegen ins jeweilige Profil. Also wo sie wirklich nur Schubfluss erzeugen und keine zusätzliche Torsionsbelastung. Und das ist vom Gedankengang her dort, wo eine Querkraft sich einstellen muss, damit sie genau die Schubflüsse, die wirken, momenttechnisch aufhebt. Und wenn sie die da schon treffen, dann muss der Schubmittelpunkt hier sein. Der kann gar nirgends anders sein. Also das ist klar, ja. Und jetzt geht es darum, wie schaut es aus mit den Schubflüssen selbst? Wir brauchen wieder lokale Koordinaten in irgendeiner Art und Weise. Mein globales System habe ich bereits festgelegt mit dem XZ-System. Jetzt muss man sich irgendwie aussuchen, welchen Schenkel verwendet man zuerst oder welchen verwendet man überhaupt, weil dann kann man ja wieder die Symmetrie anwenden und das alles einfach doppelt nehmen. Und dazu habe ich ganz einfach den unteren verwendet, weil der in den ersten Quadranten reingeht und das ist irgendwie angenehmer. Also ich starte wieder hier mit so einem Stückchen infinitesimaler Fläche. Das ist groß S von klein s, weil klein s ist meine lokale Laufvariable entlang des Schenkels. Wie schaut dann das statische Moment aus? Also allgemein einmal, s von s ist wie immer das Integral Abstand dA, das z quer ist jetzt einfach unser z. Das entspricht ja genau dem Z-quer, ist der Abstand zur neutralen Achse. Die neutrale Achse liegt natürlich in der X-Achse. Und wie Sie richtig gesagt haben, man muss dann halt das Z entsprechend sich überlegen. Und das Z ist, wenn man die Winkelfunktion nimmt, netterweise mit 45 Grad gegeben, sofort mit Wurzel 2 umzurechnen, wie wir wissen, nämlich ein S durch Wurzel 2. Und das Flächenelementchen entspricht natürlich wieder der Dicke. Die Dicke ist wieder konstant t mal den Weg ds, den man geht im Integral. Also eingesetzt, s durch Wurzel 2, t ds, wieder unbestimmt integriert, liefert, wenn man s integriert, s Quadrat durch 2 mal Wurzel 2 mal t plus eine Integrationskonstante c1. Und die Integrationskonstante, die muss jetzt natürlich konsistent sein mit dem Startpunkt für unsere Integration. Also sozusagen, wir haben unser statisches Moment ja mit der lokalen Variable s starten lassen beim Ursprung des globalen XZ-Systems. Das heißt, man muss auch die Randbedingung so einsetzen, dass sie mit dem übereinstimmt. Wenn man das einsetzt, kriegt man also S von B ist B Quadrat durch 2 mal Wurzel 2 mal T plus C1 ist gleich 0, sprich C1 ist minus B Quadrat durch 2 mal Wurzel 2 mal T. Oben zurück eingesetzt sieht man, wenn man S in Richtung B fortschreitet, wenn man bei B ist, dann ist S von S 0, so wie es sein soll. Klar, am freien Ende unten. Also ist das gesamte S von S, S Quadrat durch 2 mal Wurzel 2 mal T minus B Quadrat durch 2 mal Wurzel 2 mal T oder halt S Quadrat minus B Quadrat und
den Faktor rauskomme. Flächenträgheitsmoment. Braucht man natürlich auch wieder. Wie schaut das Flächenträgheitsmoment aus für sowas? In den gleichen Koordinaten logischerweise. Weil sonst kann man nichts anfangen damit, wenn wir über S integrieren wollen und wir haben das Flächenträgheitsmoment in Z. Schaut schlecht aus. Um die neutrale Achse natürlich. Also zweimal auf jeden Fall, weil wir haben oben und unten, klar. Und das Flächenträgheitsmoment selbst, wenn man sich zurückerinnert an die Mechanik 1a, ist Z Quadrat dA. Das ist ein Flächenmoment zweiter Ordnung, haben wir gesagt. Und deswegen Z Quadrat im Gegensatz zum Schwerpunkt oder zu dem Flächenmoment, das wir da oben immer ausrechnen, und das ist auch erster Ordnung, liefert also, wenn man die Z und das dA hier von oben übernimmt, von hier, das ist ja das Gleiche nach wie vor, das braucht man nicht noch einmal hinschreiben, liefert also das Integral, das mache ich jetzt bestimmt, weil das ist ja über die neutrale Achse betrachtet, 0 bis b, s Quadrat halbe mal t ds, dann kürzt sich da der Zweier weg und man kommt auf s der dritten t Drittel zwischen 0 und b, also b der dritten t Drittel. Schubfluss, wie schaut der Schubfluss jetzt aus? Den haben wir gar noch nie ausgerechnet, oder? Haben wir ihn vorher? Nein, haben wir gleich die Schubspannung ausgerechnet. Was unterscheidet die Schubspannung vom Schubfluss eigentlich? Der Gedanke ist, dass man die Breite von einem Profil einfach rauskriegt aus der Betrachtung. Es interessiert uns in Wirklichkeit in dem Fall nur, wie schaut es entlang des Profils aus, des jeweiligen Arms, und nicht, wie breit ist es jetzt dort. Das kann man dann im Nachhinein sich überlegen. Das ist das Konzept vom Schubfluss, ist quasi eine Normierung über die Profilbreite. Und deswegen schaut der Zusammenhang natürlich auch ganz analog aus zur Schubspannung von vorher, nämlich Querkraft mal unser statisches Moment durch das Flächenträgheitsmoment, jetzt aber nicht noch gleichzeitig durch die Breite. Das ist der einzige Unterschied. Dann setzen wir ein, die Querkraft ist mit Q allgemein gegeben. Das liefert also dann durch das Flächenmoment, durch das Trägheitsmoment durchdividiert, kommt der Dreier rauf. 3Q durch B der dritten mal T, mal gleich mit dem Kehrwert multipliziert. Und das S von S eingesetzt ist dann, ihr seht es jetzt noch einmal so kompliziert ein, was oben so steht, s Quadrat durch 2 mal Wurzel 2 mal t minus b Quadrat durch 2 mal Wurzel 2 mal t. T kann man rauskürzen und wir erhalten dann minus 3q durch, dann ziehen wir alles vor, was geht, 2 mal Wurzel 2 mal b der dritten mal s Quadrat minus b Quadrat. Schubfluss allgemein für beliebiges S. Auch der wird natürlich wieder 0, muss der Randbedingung gehorchen. Dort, wo S B wird, wird T von S 0, T von B. Das ist das freie Ende unten. Das ist immer eine einfache Möglichkeit, sich selbst zu kontrollieren. Wenn da nicht 0 rauskommt, dann kann man gleich nochmal von oben anfangen, weil dann hat man sicher einen Fehler gemacht. Ja, und wie schaut es jetzt mit der Querkraft aus? Aus dem Schubfluss kriegen wir ja wiederum die Querkraft. Im lokalen Koordinatensystem S fangen wir unten an. Es kriegt so ein Index U für unten. Integral 0 bis B von 0 bis zum Ende des Schenkels über den Schubfluss integriert ds. Jetzt haben wir den Schubfluss, ja, kann man sofort den Schubfluss verwenden, weil die Aufintegration in dem Fall des Schubflusses über den ganzen Bereich muss die Querkraft sein, wenn der Schubfluss eine Kraft pro Längeneinheit ist und die Querkraft eine normale Kraft ist. Die hängen ja direkt miteinander zusammen. Also
haben wir da das Minus, nehmen wir noch vor, 0 bis b, eingesetzt von oben. 3q durch 2 mal Wurzel 2 b der dritten. S² minus b² integriert über s. Das Integral, ja, das, ich führe es jetzt gleich aus. Der Vorfaktor bleibt eh der gleiche, komplett konstant bezüglich s. Und wenn man Grenzen, also integriert Grenzen einsetzt, sie kriegen s der dritten Drittel natürlich und b Quadrat mal s raus von der Integration. Also kriegen wir einmal mit der Grenze b der dritten Drittel minus b der dritten. Das b der dritten kürzt sie da auch raus. Und wir haben 3q durch 2 mal Wurzel 2 mal, und wenn Sie das ausintegrieren, dann haben Sie da minus 2 Drittel, dann kürzen Sie nämlich der 2er und der 3er da auch noch, und alles in allem ist es q durch Wurzel 2. So, das ist die Querkraft im Schenkel im lokalen Koordinatensystem. Das kann jetzt natürlich nicht q halbe sein, weil im lokalen Koordinatensystem drehen sie ja die Richtung. Da muss irgendwie die Winkelfunktion 45 Grad reinspülen, und das sieht man genau an dem 1 durch Wurzel 2. Ja, also die Projektion der Querkraft von außen halt auf die Schenkelrichtung. Ganz gleich geht es fürs obere. Das ist natürlich das komplett identische, weil ja Symmetrie herrscht, also auch wieder, da ist es auch wieder q durch Wurzel 2. Und jetzt, wenn man sich das aber anschaut, dann ist ja im Schenkel der Verlauf der Querkraft oben und unten, schaut er so aus, entlang des jeweiligen Schenkels. Und aufgeteilt in Koordinatenrichtungen, in einer anderen Farbe, sieht man schön, dass sie die beiden horizontalen da, die gelben, ja gegenseitig aufheben, wenn sie gleich groß sind. Passt, weil am Ende darf keine Horizontalkomponente überbleiben, wenn es nur eine Vertikale gegeben hat von Anfang an. Und die Vertikalen addieren sie auf. Und die schauen folgendermaßen aus: Das QS-Vertikal oben ist ja nichts anderes, wenn man da den Winkel sich einzeichnet von 45 Grad, ist es nichts anderes wie das QS oben mal Sinus 45 Grad, und das ist QS oben durch Wurzel 2, beziehungsweise wenn Sie das QS oben als Q durch Wurzel 2 einsetzen, QS oben durch Wurzel 2 mal Wurzel 2, also QS oben halbe oder Q halbe, so, wir schon eingesetzt haben. Und genau das gleiche fürs untere. Das ist QS unten. Ist auch wieder der Sinus. Das ist also auch Q halbe. Das heißt insgesamt wiederum. Also QS von oben und unten addiert.